So, herzlich willkommen hier zum nächsten Part vom Spieler-Karriere-Modus. Haben Sie wieder viele gewünscht, gab es jetzt auch wegen der Pause immer noch weniger bis gar nicht, also jetzt wieder das erste Mal. Und ich habe unter dem letzten Video vom Spieler-Karriere-Modus gefragt, ob ihr diese Spiele hier noch sehen wollt. Gegen Rapid Wien, Sturm Graz, Alltag, Wiener Neustadt, grüne Scheiße, und Austria Wien natürlich. Und ich habe gesagt, nee, also wenn nur die Highlights, und ich würde jetzt einfach mal versuchen, ob man simulieren kann. Wenn du fortfährst, werden alle Spiele. Wunderbar. Man kann einfach ohne Probleme simulieren und jeder hat einfach keinen Bock mehr auf Reed. Ich habe auch keinen Bock mehr auf Reed, ihr habt keinen Bock mehr auf Reed, kann ich auch gut verstehen, denn Reed war jetzt nicht die beste Entscheidung meiner bisher noch jungen Karriere. Ich weiß gar nicht, was spielen. Das könnte man eigentlich da hinschreiben, einfach mal so zwischendurch. Aber ist egal, wir haben jetzt den 18. Mai. Die Saison ist vorbei. Aber krasser Reim, ne? Wir haben anscheinend noch ein paar Spiele gewonnen, kann das sein? 0-0, 2-0 gewonnen, 2-1 verloren, 2-0 gewonnen, 0-0. Boah, war doch kurz okay. Ich habe noch keine Spiele mehr gespielt. Wahrscheinlich haben wir ein 75er Overrating inzwischen. Ich meine, das ist echt überkrass. Ich weiß immer noch nicht, woher das kommt. Ziel habe ich nicht wirklich geschafft. Tor habe ich nicht geschafft. Torvorlagen habe ich nicht geschafft. Torschütze habe ich gerade soeben geschafft. Und die Durchschnittsbewertung auch. Machen wir mal weiter. Wenn wir jetzt wahrscheinlich zu Braunschweig zurückkehren. Am 1. Oder nicht am 1. Wahrscheinlich am 1. Juli. Nicht am 1. Juni. Ja, genau so ist es. Oliver Kragel ist zurück. Wunderbar für Oliver Kragel. Oh, da, ja, das hat er jetzt durch. Und dann sind wir fertig mit Reed. Los, einmal für die Zukunft. Braille, Donald, Mbolo. Ja, zurück zum Final. Das war das Ziel nicht geschafft. Okay, nehmen wir so in deinem Bericht zur Ligaerwartung. Ja. Na und? Spasten, Alter. Die 4 Tore hätte ich eigentlich noch schaffen müssen, aber ist egal. Wir machen hier weiter. Zack, komm. Tomandula kehrt nach Stippvisite bei SV Ried zurück. Trainer von Braunschweig freut sich über die Rückkehr vom Stürmer 20 nach seiner Ausleihe an SV Ried. Ich bin froh, dass er zurückkommt und auch die Mannschaft freut sich. Wenn er den Medizincheck bestanden hat, bin gespannt, wie er sich im Training präsentiert und wie er sich weiterentwickelt hat. Tomandula ist nicht besonders froh darüber, nach seiner Ausleihe an SV Ried zu seinem alten Verein Mannschaft zurückzukehren. Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Ich bin sehr, sehr froh, zurückzukehren. Einmal für die Zukunft für Donald Mbolo. Ja. Schön für ihn. Hat sehr viel Potenzial. In Real Life als auch in FIFA. Aber wir haben mehr Potenzial, denn wir sind die besseren Bitches. Nein, wir sind einfach nur besser. Wir sind einfach nur besser und jetzt ist die Frage, bei Braunschweig möchte ich eigentlich allerdings auch nicht bleiben, obwohl ich jetzt eher froh bin, dass ich erstmal wieder bei den Löwen bin, in Anführungszeichen. Viele von euch ja nicht, denn viele von euch mögen Braunschweig nicht. Kann ich auch verstehen. Muss ja nicht jeder mögen. Ich bin doch nicht der krasseste Fan. Hab aber an und für sich keine Empathie gegen sie. Ja, willkommen zu einer neuen Saison. Saisonziele. 6,0, 5 Tore, 5 Torvorlagen. Sind wir eigentlich in der ersten Liga inzwischen? Das würde mich jetzt mal brennend interessieren. Nein, sind wir nicht. Ohne mich sind wir nicht aufgestiegen, weil ohne mich ging halt einfach gar nichts mehr in der Rückrunde. Kann ich auch verstehen. Ist verständlich. Kann man nichts gegen sagen. Denn ohne mich ist schon halt einfach scheiße. Na, an die Scheiße. Ich laber Busch. Nee, warte, das. What? Die Tabelle ergibt überhaupt keinen Sinn. 53 Spiele? 53? Es gibt 34, das weiß ich rein zufällig. Braunschweig denkt sich, machen wir mal ein paar mehr. Ist gar kein Problem für uns. Egal, wir machen einfach mal weiter. Also sind wir eigentlich schon aufgestiegen, wenn wir Zweiter waren. Ich habe gerade voll verwirrt, weil einfach, ich habe gedacht, wir sind schon in der nächsten Saison und dann einfach gerade die ganzen Vereine gesehen, die einfach in der zweiten Liga spielen. Aber anscheinend haben wir durch 52 Spiele irgendwie den Aufstieg klar gemacht. Mit 104 Punkten oder so, was ich gerade gesehen habe. What the fuck? What the fuck? Kann mir das einer von euch in den Kommentaren mal erklären? Das wäre ja relativ interessant, mal zu wissen. Simulation stoppen. Ja, wir stoppen die Simulation. Hört auf. Ah. Eigentlich müssen wir jetzt also in der ersten Liga sein. Gucken wir mal nach. Ja. Tatsächlich. Braunschweig in der ersten Liga. Mit Düsseldorf. Richtig. Und noch irgendein Aufsteiger. Nicht wirklich. Also die Relegation hat anscheinend irgendein Verein gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an diesen Verein, der das gemacht hat. Denn, ja, okay, ist auch verständlich. Wahrscheinlich hatte der Dritte 53 Spiele in den Knochen. Kann man verstehen, warum die nicht ganz so gut dabei waren. Teambericht. Nee, Teambericht will ich gar nicht sehen. Ich dürfte trotzdem, ich bin nicht immer. Warte. Oh, Mirko Bolle nach einem Tag einmal verbessert. Ist schon nicht schlecht, ne? Wo bin ich denn? Da!
Moral unbekannt. Ich habe immer noch keine Moral. Wow, hat Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Oh, ich bin etwas Besonderes. Meine Werte sind schon mal ganz nice, muss ich sagen. Stärke ist okay. Sprintgeschwindigkeit und Antritt ist auch auf jeden Fall annehmbar. Sogar sehr annehmbar. Ich habe schon 74 Abschluss, 80 Dribbling. Boah. Aber immer noch mein einstellender Weakfoot. Der bleibt bestehen, denn alles andere wäre ja auch langweilig. Außenrissschuss. Oh, lol. Wunderbar, ich habe Eigenschaften. Wie schaltet man Eigenschaften frei? Verkackte Scheiße, Spezialität an, aber keiner. Okay, 3,3 Millionen Marktwert. Meine Aktion, kontrolliere deine Karriere. Transferanfragen. Ganz einfach. Wir fragen einfach noch um Transfer. Bitte um Transfer. Lesen wir mal durch. Ich, Tobi, Komma, ich habe deine Bitte um Transfer. Um Transfer erhalten und werde die Sache nun in Ruhe überdenken. Ich werde die Angelegenheit mit dem Vorstand besprechen und dir anschließend so schnell wie möglich eine Entscheidung mitteilen. Trainer von Braunschweig, der keinen wirklichen Namen hat, sondern einfach nur seine Berufsbezeichnung hinschreibt. Kann man machen, würde ich nicht in einer Bewerbung beispielsweise. Denn wenn einfach nur steht, Schüler von dem und dem Gymnasium oder Sohn von dem und dem, ja, nee, ein richtiger Name wäre schon schön. Liverpool hofft, Martinez bald zu verpflichten. Ja, das hoffe ich auch für Liverpool. Tomantola bittet um Transferfreigabe. Braunschweig, Tobi, Spieler. Tobi Tomantola glaubt scheinbar, dass seine Karrierechancen bei einem anderen Verein besser sind. Jedenfalls hat, bla, ja, okay. Ich habe über deine Bitte nachgedacht und muss deinen Wunsch leider ablehnen. Nicht akzeptabel. Hat mir geschrieben, wenn man das mehrmals macht, dann sagen die irgendwann ja. Werde ich jetzt tun. Und jetzt vielleicht zum zweiten Mal genervt. Wunderbar. Der Trainer von Braunschweig hat es auch nicht anders verdient, wenn er nicht mal seinen richtigen Namen mir sagen möchte. Ich meine, sind wir hier bei James Bond? Finde ich nicht. Ich kann mir schon mal wirklich den richtigen Namen sagen. Sind wir zum Stoppen? Hat er wieder kürzlich hier? Nee, lieber ablehnen? Ja, lieber ablehnen. Na, dann fangen wir nochmal an. Ja, komm, hier, komm. Zack. Und zum dritten Mal. Ihr habt gesagt, beim dritten Mal sollte es eigentlich klappen. Na, gucken wir mal. Sind wir zum Stoppen? Amazon wird gestoppt. Punkt. Chelsea verhandelt mit Manchester City über Company-Transfer. Bitte um Transfer. Ich habe deine Bitte um Transfer erhalten und werde die Sache nun in Ruhe überdenken. Achso, das ist immer noch. Wir können das endlich mal alles hier löschen. Nein. Das darf ich nicht löschen. Das ist sehr essentiell, diese Nachricht von der Liga erzielen. Aber komm schon, Leute. Ich will weg. Ich will den nächsten Tag. Ich habe einen Transfer gefragt und mich dafür entschieden, deinen Wunsch zu folgen. Dankeschön, du hast recht. Beim dritten Mal funktioniert es wirklich. Du wirst umgehend auf die Transferliste gesetzt und ich werde dich informieren, sobald ein Angebot für dich eingeht, Trainer. Von Braunschweig. Nach wie vor. Am Start. Wow, diese Pause war what the fuck scheiße. Die war richtig scheiße. Aber naja, so ist es halt. Wir sind jetzt wieder im Karrieremodus, immer noch. Ich wiederhole einfach Sachen, die einfach so obvious sind. Das ist wunderbar. Transferangebot, oh yeah. Ich habe ein Angebot vom Hamburger SV. Wie geil. Wie geil wäre das denn? Wie geil wäre das denn, Leute? Hamburg! Also für die, die es nicht wissen, ich bin Hamburg-Fan. Oh, Diabo, Dislike, Ja, ich bin Hamburg-Fan. Lebt damit, Leute, lebt damit. Ich jetzt nur die Frage, ob wir da hinwechseln wollen. Und ich frage mich, was passiert, wenn man jetzt zögern drückt. Wie lange das Angebot besteht. Ich züge erstmal. Und dann gucke ich nochmal meine Aktion an. Transferangebot von Mangel. Okay. Wir warten nochmal ein, zwei Tage. Ihr könnt mir schon mal in die Kommentare schreiben, ob ich nach Hamburg wechseln soll oder nicht, je nachdem, was wir jetzt nochmal für ein Transferangebot erhalten werden. Dementsprechend werde ich die Folge auch jetzt relativ zeitnah, also in den nächsten paar Minuten, beenden. Denn, ja, ich will halt, dass ihr mitbestimmen könnt, wo wir landen und wo wir halt nicht landen. Braunschweig lässt Tubantula ziehen. Ja, Tubantula ist einfach ein krasses Tier. Ah, okay. Egal, wir belassen es erstmal bei... Ah, nee, komm, ich will noch ein, zwei, drei, ich will zumindest eine Option für euch haben. Was ist denn Hamburg oder nicht Hamburg? Hamburg oder nicht Hamburg? Ja, Hamburg. Eigentlich nicht Hamburg, aber bei Braunschweig auch nicht. Ja, dann sind wir in der nächsten Folge wieder hier. Ja, gesagt, nicht Hamburg, aber... Und da kriegen wir kein Angebot mehr. Kommt schon, Leute. Das ist doch nicht deren Ernst. Nach Hamburg wäre halt wirklich mega geil. Leverkusen will den Platz unter den Besten Europas. Warum hat er das gerade so gesagt, als ob ich ein Maschinengewehr wäre? Ich bin kein Maschinengewehr.
Nur meint er jetzt einfach mal abbrechen, bevor das Angebot ausläuft und dann nach Hamburg? Ah. Schlüsselspieler Tobi Tomantula, wunderbar. Noch ein Transferangebot, das ist jetzt super geil. Ich will mal kurz den Artikel durchlesen. Das war interessant. Ich wurde als Schlüsselspieler bezeichnet. Wo kann ich das sehen? Erstmal das Transferangebot checken. Borussia Mönchengladbach, okay. Habe ich jetzt hier beide Transferangebote? Ernsthaft? Jetzt habe ich nur noch Gladbach. Egal, das war's erstmal von dieser Episode. Schade. Ich wäre echt gerne nach Hamburg gegangen, aber egal. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ich lieber nach Hamburg wechseln soll oder nach Gladbach. Dann fange ich, glaube ich, die Saison nochmal neu an. Ich glaube, das würde kein Problem für euch sein. Ja, ich mach das mal. Ja, ich glaube, das mache ich mal. Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare, ob ich das machen soll oder einfach nach Gladbach gehen soll oder einfach bei Braunschweig bleiben soll und gucken, was so passiert. Vorher suche ich jetzt mal diesen komischen Artikel, der gerade da war. Komm schon. Okay, er will mir nicht den Artikel zeigen. Finde ich blöd. Okay, dann war es das jetzt wirklich von dieser Episode. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Nicht mal wieder eine Episode. Spielerkarrieremodus. Wir haben ein Angebot von Borussia Mönchengladbach erhalten. Nein, auch eins von Hamburg. Das haben wir leider verstreichen lassen. Egal, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich jetzt so braut. Ob ich jetzt zu Borussia Mönchengladbach gehen soll oder bei Braunschweig bleiben soll oder die Saison nochmal starten soll, um ein etwas besseres Angebot zu erhalten. Wenn man so sagen, das steht gegen, nein, das wollen wir nicht, das ist kein Problem. Soll ich einen Strawpaw-Link einfach mal? Ich packe einen Strawpaw-Link in die Beschreibung. Bin ich ein geiler Typ. Das ist, was ich selbst gesagt. Ich wünsche noch einen schönen Tag und sage, vorübergehend. Werdet nicht so bekloppt wie ich. Und ciao.